Im Herbst 1930 brach der legendäre britische Entdecker Bertram Thomas zu seiner historischsten Reise auf. Er versuchte, der erste Europäer zu werden, der die furchterregende Rub al-Khali durchquert. Diese unwirtliche arabische Wüste, die auch abschreckend als das leere Viertel bekannt ist. Mit einer Fläche von etwa 680.000 Quadratkilometern, die sich durch Saudi-Arabien, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen im Süden der arabischen Halbinsel erstreckt, ist das leere Viertel größer als das Land Frankreich, die größte Sandwüste der Welt in Bezug auf das Volumen, mit 244 Meter hohen Dünen, die den Weg von Möchtegern-Reisenden blockieren. Aber wenn es einem Europäer gelingen würde, sie zu überqueren, dann war es wahrscheinlich Bertram Thomas. Thomas wurde 1892 in Somerset, England, geboren und war während des Ersten Weltkriegs nach Mesopotamien geschickt worden, wo er schnell Gefallen an der Gegend und ihren Bewohnern und sie an ihm fanden. Er kämpfte an der Seite der örtlichen Streitkräfte und wurde sogar hochrangiger politischer Berater für den Sultan von Oman. Er kannte die Gegend und was auf ihn zukam. Er wusste, wie man überlebt. So brach er am 6. Oktober 1930 in Begleitung von 25 Beduinenführern von Salaha an der Küste des Oman auf, um seinen historischen Versuch zu beginnen. Wie er später beschrieb, sie schlugen nach Norden über die Karaberge, etwa 914 Meter hoch, durch Weihrauchhaine und von dort in die große, unbekannte Steppe. In den nächsten 59 Tagen wurde Thomas weder gesehen noch gehört. Tatsächlich wusste seine eigene Regierung nicht, wo er war und was er tat, und hätte ihm wahrscheinlich ausdrücklich verboten, den Versuch zu unternehmen, wenn sie davon gewusst hätte, und es Thomas überlassen, die Mission im Geheimen durchzuführen. Wenn sich die Dinge zum Schlimmsten wendeten, würde es keine Rettungsmannschaft geben. Schließlich erschien Thomas am 5. Februar 1931 in Doha, Katar, gesund und unverletzt, und mit einer unglaublichen Beute aus der Wüste im Schlepptau. Auf seinem Weg dorthin hatte er über 400 naturkundliche Exemplare gesammelt, darunter 21 Arten, die für die westliche Wissenschaft neu waren. Doch nicht nur naturkundliche Exemplare hatte Thomas aus der Wüste mitgebracht. Nein, auf seiner Reise hatte er etwas noch Unglaublicheres erfahren. Eine Geschichte, die ihm von seinen Beduinenführern erzählt worden war und die über Generationen weitergegeben worden war. Die Geschichte einer alten, verlorenen Stadt in der Wüste, verborgen unter dem Sand. Mit den Worten eines der Beduinenführer: Unsere Väter haben uns gesagt, dass es eine große Stadt war, die von alters her existierte. Eine Stadt voller Schätze, mit Dattelgärten und einer Festung aus rotem Silber. Sie liegt jetzt unter dem Sand begraben, einige Tage nördlich. Thomas hatte bei seinem zermürbenden Versuch, die Wüste zu durchqueren, keine Zeit zu verlieren und war nicht in der Lage gewesen, die verlorene Stadt zu erkunden. Und obwohl er vorhatte, zurückzukehren, um deren Entdeckung aufzunehmen, war er nie dazu in der Lage. Er zeichnete die Geschichte jedoch so auf, wie sie ihm in seinem bahnbrechenden Buch Arabia Felix präsentiert wurde, wo sie beim europäischen Publikum schnell für Aufsehen sorgte. Ein Mann, der sich besonders in die verlorene Wüstenstadt verliebte, war kein geringerer als T.E. Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien. An seine Freunde schrieb Lawrence: Ich bin überzeugt, dass die Überreste einer alten arabischen Zivilisation in dieser Wüste zu finden sind. Mir wurde von den Arabern erzählt, dass die zerstörten Burgen des großen Königs Ad, Sohn von Kin'ad, von wandernden Stämmen in der Region gesehen wurden. In diesen arabischen Geschichten steckt immer etwas Substanz. Lawrence plante sogar, in die Wüste zu gehen und nach der verlorenen Stadt zu suchen, aber er bekam nie die Gelegenheit, nachdem er 1935 auf tragische Weise bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Bevor er starb, gab Lawrence der mysteriösen Stadt jedoch einen Spitznamen, der hängen blieb. Er nannte es Atlantis of the Sands. Könnte diese verlorene Stadt wirklich existieren? Ein Atlantis des Sandes?
das nur darauf wartet, entdeckt zu werden? Im Koran gibt es Aufzeichnungen über einen alten Stamm, der Historiker und Gelehrte lange verwirrt hat. Bekannt als die Ad, der Stamm eines Gebiets namens Iram. Er erschien nicht in den Texten des Judentums oder Christentums. Merkwürdig, da alle drei dieser abrahamitischen Religionen auf derselben Geschichte aufbauen und daher dieselben alten Stämme und Ereignisse erwähnen. Denken Sie an König Salomo, Moses und den ägyptischen Pharao, Noah und die Sintflut und so weiter. Sie sind alle in den heiligen Büchern aller drei Traditionen, aber nicht die Ad. Am bekanntesten ist, dass der Stamm im Koran erscheint, als Mohammed die Ungläubigen warnt. Habt ihr nicht darüber nachgedacht, wie euer Herr mit Ad, dem Stamm Iram, umgegangen ist, der hohe Säulen hatte, deren Gleiche nicht im ganzen Land produziert wurden? Viele Gelehrte haben gefragt, warum die Ad von Iram nicht anderswo erwähnt worden wären, wenn sie wirklich Dinge konstruierten, deren Gleiches nicht im ganzen Land produziert wurde. Gab es die Ad wirklich? Und wenn ja, was ist dann mit ihnen passiert? Auf diese zweite Frage gibt der Koran eine außergewöhnliche Antwort. Laut Koran waren die Ad von Iram ein Stamm, der nach der Sintflut von Noah auf der arabischen Halbinsel existierte. Dort errichteten sie ein mächtiges Königreich und nutzten ihren enormen Reichtum und ihr Fachwissen, um Denkmäler auf allen Höhen zu errichten und Paläste zu bauen, als ob sie ewig leben würden. Sie hatten keine Angst, ihre Macht über ihre Nachbarn geltend zu machen und viele auf der Halbinsel bösartig zu erobern. Wie der Koran über die Ad sagt, und wenn ihr erobert, erobert ihr wie Tyrannen. Aber diese ungeheure Macht führte zu Arroganz. Die Leute von Iram wurden götzendienerisch und bösartig. Das waren die Ad. Sie leugneten die Zeichen ihres Herrn, waren seinen Gesandten ungehorsam und folgten den Befehlen jedes widerspenstigen Tyrannen. Aus diesem Grund sandte Allah den Propheten Hud, um die Leute von Iram zu warnen, ihren bösen Wegen abzuschwören. Doch die Leute von Iram waren ungerührt. In einem Versuch, die Ad davon zu überzeugen, dass Hud die Wahrheit sprach, schickte Allah dann eine schreckliche Dürre, die Iram heimsuchte. Auf dessen Höhepunkt flehte Hud die Ad an, aber immer noch wollten sie nicht hören. Schließlich sah die Ad eine Wolkenformation, die sich Iram näherte, und glaubte, dass der Regen endlich gekommen war, dass sie gerettet waren, wie sehr sie sich irrten. Als sie dann die Qual als eine dichte Wolke sahen, die sich ihren Tälern näherte, sagten sie fröhlich, »Das ist eine Wolke, die uns Regen bringt.« Aber Hud antwortete, »Nein, es ist das, was ihr zu beschleunigen suchtet, ein heftiger Wind, der eine schmerzhafte Strafe trägt.« Diese Wolken brachten keinen Regen, sondern einen Sandsturm. Und das Ergebnis war katastrophal, wie der Koran beschreibt. Und was die Ad betrifft, sie wurden von einem wütenden, bitteren Wind zerstört, den Allah 7 Nächte und 8 Tage lang ununterbrochen auf sie losließ, sodass sie ihre Leute tot daliegen sehen würden wie Stämme entwurzelter Palmen. Sehen Sie, wie einer von ihnen am Leben geblieben ist? Und so endet die Geschichte der Ad von Iram. Ihr Schicksal, ihre Stadt, laut Koran, von einem Sandsturm ausgelöscht, unter dem Wüstensand begraben, als ob sie nie existiert hätten. Die Frage, die sich viele Gelehrte stellen, ist, ob diese Geschichte nur ein rhetorisches Mittel, eine Allegorie, die als nicht ganz so verschleierte Drohung gegen die Abkehr von Gott gedacht ist, oder ob es wirklich die Überreste eines alten, einst mächtigen Königreichs geben könnte, das unter dem arabischen Sand begraben sein könnte. Zumindest eines ist sicher, während die Ad von Iram in den anderen abrahamitischen Traditionen möglicherweise nicht existieren, ist der Koran nicht der einzige Ort, an dem ihre Geschichte erzählt wird. Während des 9. Jahrhunderts nach Christus wurde die früheste Kopie dessen, was eines der beliebtesten und langlebigsten Bücher der Welt werden sollte, in Syrien zusammengestellt. Es sollte die frühesten Mythen und Volksmärchen Persiens
in einer außergewöhnlichen Zusammenstellung zusammenbringen, die als Alf Layala Hua Layala 1001 Nacht bekannt werden sollte. Die Grundvoraussetzung des Buches war einfach. Ein persischer König entdeckte, dass seine Frau untreu war und ließ sie hinrichten. Er heiratet dann eine Reihe von Jungfrauen, lässt sie jedoch jeweils am Morgen nach der Hochzeit hinrichten, bevor sie die Gelegenheit hatten, untreu zu werden. Schließlich heiratet der König eine Frau namens Scheherazade, die ihm in der Nacht ihrer Hochzeit eine unglaubliche Geschichte zu erzählen beginnt, die sie nicht zu Ende bringt. Am nächsten Morgen lässt der König, der verzweifelt den Schluss der Geschichte hören will, Scheherazade nicht hinrichten. In dieser Nacht beendet sie die Geschichte und beginnt dann mit einer anderen. Dies wiederholt sich jede Nacht. Jede der Geschichten, die sie erzählt, repräsentiert einen alten persischen Mythos, bis der König nach 1001 Nacht beschließt, ihr Leben zu verschonen und die beiden glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Nach seiner ursprünglichen Erstellung im 9. Jahrhundert wuchs und erweiterte sich die Zusammenstellung des Buches im Laufe der Jahre, basierend auf dem religiösen und politischen Klima der Zeit. Im späten 9. und 10. Jahrhundert wurden Geschichten aus dem Irak hinzugefügt. Im 13. traten Geschichten aus Ägypten und Syrien ein. Während dies Jahrhundert für Jahrhundert fortgesetzt wurde, wurde das Buch zu einer Art lebendigem Geschichtsstück der Mythen und Geschichten des Nahen Ostens. Das Buch erschien schließlich 1704 in Europa, zuerst auf Französisch und dann, nachdem seine Popularität explodierte, vor dem Ende des 18. Jahrhunderts auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch und Russisch. Es wird bis heute auf der ganzen Welt gedruckt und trägt dazu bei, unser modernes Verständnis der Geschichte der Region zu prägen. Es gibt eine Geschichte in 1001 Nacht, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Geschichte eines Mannes namens Abdallah bin Ali Kaliba. In der Geschichte geht er hinaus in die Wüste auf der Suche nach seinem verlorenen Kamel, woraufhin er eine unglaubliche verlassene Stadt entdeckt. Ich stieg ab und ziehe mein Dromedar hinter mir her und betrat gefasst die Stadt. Als ich nun zum Schloss kam, stellte ich fest, dass es zwei riesige Tore hatte. Nirgendwo auf der Welt hat man diese Größe gesehen, die mit allerlei Edelsteinen und Hyazinthen verziert waren, weiß, rot, gelb und grün. Als ich dies sah, benommen staunte ich und hielt es für ein Wunder. Dann betrat ich die Zitadelle in einem Flattern der Angst und benommen vor Überraschung und Schrecken fand ich sie lang und breit. Und darin waren hohe Paläste in Pavillons angelegt, alle aus Gold und Silber gebaut und mit vielfarbigen Juwelen und Hyazinthen und Chrysoliten und Perlen eingelegt. Und die Türblätter in den Pavillons waren an Schönheit wie die eines Schlosses und ihre Fußböden waren mit großen Perlen und Kugeln übersät, nicht kleiner als Haselnüsse, aus Moschus, Ambra und Safran. Als ich nun in das Herz der Stadt kam und darin keine geschaffenen Wesen der Söhne Adams sah, war ich der Ohnmacht nahe und starb vor Angst. Außerdem blickte ich von den großen Dächern der Pavillonkammern und ihren Balkonen herunter und sah Flüsse unter ihnen fließen und in den Hauptstraßen standen mit Früchten beladene Bäume und hohe Palmen. Und diese Weise ihres Bauens war ein Ziegel von Gold und einer von Silber. Also sagte ich mir, zweifellos ist dies das verheißene Paradies für die kommende Welt. Als er aus der verlorenen Stadt zurückkehrt, versuchte Abdallah sofort die örtlichen Regierungsbeamten über seinen unglaublichen Fund zu informieren, indem er ihnen detailliert die unglaublichen Dinge beschreibt, die er gesehen hatte, und zeigte ihnen sogar einige der Perlen und Kugeln aus Moschus und Ambra und Safran. Die Beamten, erstaunt über die Geschichte, aber skeptisch, schickten nach einem anderen Mann, einem Experten in solchen Dingen, und fragten ihn, ob er jemals von einer so großartigen Stadt gehört habe. Darauf antwortete er sofort: Ja, o Kommandant der Gläubigen,
Dies ist Iram mit geschmückten und beleuchteten Säulen, wie es in den Ländern nie zuvor gemacht wurde, und der Erbauer war Shaddad, Sohn von Ad dem Großen. Der Mann unterhält dann Abdallah und die Beamten mit der Geschichte des mächtigen Königs Shaddad in seiner Stadt Iram der Säulen. Shaddad regierte allein über die Erde. Jetzt las er gern in antiken Büchern, und als er zufällig auf die Beschreibung der zukünftigen Welt und des Paradieses mit seinen Pavillons und Pfählen und Bäumen und Früchten und so weiter stieß, bewegte ihn seine Seele dazu, sie in dieser Welt nach demselben Muster zu bauen. Jetzt waren 100.000 Könige unter seiner Hand. Jeder regierte über 100.000 Stammesführer, jeder kommandierte 100.000 Krieger. Also rief er sie alle vor sich und sagte zu ihnen: Ich finde in alten Büchern und Aufzeichnungen eine Beschreibung des Paradieses, wie es in der nächsten Welt sein soll, und ich möchte mir so etwas in dieser Welt bauen. Viele Jahre arbeiteten sie daran, diese paradiesische Stadt für ihren allmächtigen Herrscher zu errichten, bis sie schließlich zum König gingen und ihm sagten, seine Stadt sei fertig. Doch bevor der mächtige König die Stadt überhaupt erreichen konnte, ereignete sich eine Katastrophe. Shaddad machte sich mit seinem Gastgeber auf den Weg und freute sich über die Erfüllung seines Wunsches, bis nur noch eine Tagreise zwischen ihm und Iram der Säulen blieb. Dann sandte Allah auf ihn und die hartnäckigen Ungläubigen mit ihm ein mächtiges Rauschen vom Himmel seiner Macht, die sie alle mit ihrem vehementen Geschrei zerstörte, und weder Shaddad noch irgendjemand aus seiner Gruppe erblickte die Stadt. Außerdem hat Allah die Straße, die zur Stadt führte, ausgelöscht, und sie steht unverändert an ihrer Stelle. Bevor Shaddad die Beute seines auf Erden geschaffenen Paradieses genießen konnte, wurden er und seine Stadt zerstört und gingen für immer im arabischen Sand verloren. Bei genauerer Lektüre scheint es, dass die Geschichte von Abdallah bin Ali Kaliba die Geschichte der Ad von Iram im Koran sowohl bestätigt als auch erweitert. Könnte es wirklich nicht nur eine unter dem Sand der arabischen Wüste begrabene, verlorene Stadt geben, sondern auch eine verlorene Stadt mit unvorstellbarem Reichtum, ein verlorenes Paradies? Jahrelang, ja sogar jahrhundertelang behaupteten viele Gelehrte, dass die legendäre, verlorene Stadt Iram nicht real sei, sondern lediglich ein Produkt religiöser Allegorien und Fantasy-Fiktionen. Das heißt, bis sich in den 1970er Jahren alles änderte. 1964 startete ein Archäologe der Universität Rom namens Paolo Mattei eine Mission zu einem Ort in Nordsyrien, einem Gebiet namens Mardich, etwa 56 Kilometer südwestlich von Aleppo. In den ersten Jahren fanden Mattei und sein Team bis auf ein paar verstreute Fragmente nur sehr wenig an der Stätte, was sie dazu ermutigte, weiterzugraben. 1968 kam schließlich der erhoffte Durchbruch. In diesem Jahr entdeckten sie eine der Göttin Eschtar gewidmete Statue, die eine alte Inschrift trug, die lautete Ibit-Lim, König von Ebla. Dies war ein atemberaubender Fund. Ebla war der Name einer Stadt, die von der in den Texten der alten Ägypter, Sumerer und Akkadier gesprochen wurde, die aber in der Neuzeit bis heute nie identifiziert wurde. Mattei und sein Team erkannten die Bedeutung der Entdeckung und setzten die Ausgrabungen an der Stätte über einen Zeitraum von Jahren langsam fort und legten zahlreiche Tempeln, Mauern, Tore und andere beeindruckende Gebäude frei, aus denen einst die Stadt Ebla bestand. Was als nächstes geschah, würde jedoch alles, was sie zuvor gefunden hatten, in den Schatten stellen. 1974 entfernten Mattei und sein Team Trümmer aus einem alten Palast, als sie 42 Tontafeln entdeckten, die anscheinend Teil einer Art Palastarchiv waren. Wie sich herausstellte, war das nur der Anfang. Dort, unter der Erde, waren viele tausend Tontafeln ordentlich in Regalen aufbewahrt, die bei einem Feuer zusammengebrochen waren, das den Palast zerstört zu haben schien. Das Feuer, so schien es,
war für Archäologen und Historiker ein Glücksfall gewesen, da es die Tontafeln wie in einem Brennofen konserviert hatte. An den Tafeln waren sogar noch Katalogetiketten aus Ton zur Identifizierung angebracht. Insgesamt entdeckten Archäologen etwa 17.000 Tafeln und Fragmente, die einen unergründlichen Schatz an Informationen über die damalige Stadt Ebla und die umliegende Region enthielten. Am unglaublichsten war, dass die Tafeln detaillierte Informationen über die Nachbarn und Handelspartner von Ebla enthielten, darunter Damaskus, Gaza, Byblos, Libanon und die Kanaaniter, die historische Informationen hinter den Kulissen über diese Orte zu dieser Zeit, über Königreiche und Zivilisationen, die es gab, lieferten, die in der Neuzeit bekannt waren, aber nie in diesem Detailgrad. Es war nach Ansicht vieler eine der bedeutendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Zu den historischen Aufzeichnungen dieser Nachbarn und Handelspartner gehörte ein Ort, der Archäologen besonders auffiel, die Stadt Iram. Die Tafeln bezeichneten es als das legendäre Iram, die Stadt der Türme, was anscheinend bestätigte, dass Iram, was im Koran hohe Säulen hatte und erhabene Paläste in Tausend und einer Nacht, tatsächlich einmal existiert hatte. Die Tafeln beschrieben Iram sogar als einen Ort der schwarzen Magie und des Götzendienstes und scheinen Irams angebliche böse Wege in beiden Büchern zu bestätigen. Nachdem Archäologen seine Existenz so lange geleugnet hatten, hatten sie zum ersten Mal greifbare Beweise für Iram gefunden. Die Frage ist, wenn es Beweise dafür gibt, dass Iram existierte, wo ist es jetzt? Was ist damit passiert? Und könnte es wirklich unter Sand begraben sein? Ebla war einst eine verlorene Stadt, die jetzt gefunden wurde. Könnten wir dasselbe mit Iram machen? Im Jahr 1948 führte eine geologische Gruppe von Petroleum Development aus Oman eine Vermessung in der weiten, trostlosen Weite des leeren Viertels in der Provinz Dofa des Landes durch, als sie auf etwas höchst Merkwürdiges stießen. Als sie sich der alten Oase Shisir näherten, bemerkten sie in der Ferne etwas, was sie zunächst für eine große, weiße Klippe hielten. Als sie dann näher kamen, erkannten sie, dass es sich überhaupt nicht um eine Klippe handelte, sondern um die Mauer einer zerstörten Festung, die über einer steinbruchartigen Höhle saß und in die Dunkelheit der Erde hinunterführte. Das Gebiet um dieses Fort war völlig verlassen, was die Geologen veranlasste zu fragen, ob und wann das Gebiet ein Bevölkerungszentrum gewesen war, das ein Fort rechtfertigte und was damit passiert war. Aber weil sie keine moderne archäologische Ausrüstung besaßen und es ihnen mehr darum ging, auf ihrer beschwerlichen Reise durch die Wüste Wasser aus Shisirs alten Brunnen zu holen, gingen sie den Fragen zu diesem Fort nicht weiter nach, sondern notierten es sich einfach und zogen weiter. Interessanterweise hatte Bertram Thomas auf seiner eigenen Reise durch das leere Viertel in den Jahren 1930 bis 31 selbst an der Shisir-Oase Halt gemacht und tatsächlich eine Notiz von einem röden Fort an derselben Stelle gemacht. Seine Reiseführer hatten ihm jedoch erzählt, dass das Fort erst vor ein paar hundert Jahren von einem örtlichen Scheich gebaut worden war, und so machte sich Thomas, wie die Geologen der Petroleum Development Limited, einfach eine Notiz und ging weiter. War diese Festung also wirklich nur ein paar hundert Jahre alt? Oder etwa viel älter? Die Frage blieb unbeantwortet, das Rätsel ungelöst, für mehr als 40 Jahre. Nicholas Klepp war ein Schriftsteller, Filmemacher und Amateurarchäologe, der in den frühen 1990er Jahren bekannt wurde als eine selbsternannte verrückte Idee, die Archäologie für immer veränderte. Als Junge hatte sich Klepp in die Idee einer verlorenen Stadt unter dem arabischen Sand verliebt, nachdem er Bertram Thomas' Arabia Felix gelesen hatte. Als er dann das Erwachsenenalter erreicht hatte, hatte Klepp beschlossen, dass er dort, wo es Thomas nicht gelungen war, in die Gegend zurückzukehren, um die Stadt zu finden, die Fährte aufnehmen und Erfolg haben würde. Aber zuerst kam die verrückte Idee.
In den frühen 1980er Jahren rief Klepp aus heiterem Himmel das Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien an, einem Ort, der für seine Satellitenradarbilder berühmt ist. Klepp stellte den Wissenschaftlern am Telefon eine einfache, wenn auch unerhörte Frage. Wenn eine Stadt in der Wüste begraben wäre, könnten sie diese mit dem Radar sehen? Irgendwie überzeugte Klepp die Wissenschaftler der NASA nicht nur, dass er kein Spinner war, sondern seine Idee ernst zu nehmen. Tatsächlich einigten sie sich darauf, das leere Viertel mit einem speziellen Radarsystem zu scannen, das während ihres nächsten Shuttle-Radarflugs im Jahr 1984 durch Sandseen und geologische Merkmale unter der Oberfläche erkennen konnte. Unter Verwendung der bei diesem Flug erhaltenen Bilder bemerkten Klepp und Jet Propulsion Laborwissenschaftler etwas Erstaunliches. Dort erstreckte sich über die gesamte Region und über das leere Viertel ein ausgedehntes Netz uralter Handelsrouten, Straßen, auf denen Hunderttausende reisender Kamele die Erdoberfläche niedergedrückt hatten, die jetzt unter Sand verborgen war. Klepp war davon überzeugt, dass diese alten Handelswege das Geheimnis einer im Sand verlorenen Stadt bergen. Er vermutete, dass dort, wo diese Handelsrouten zusammenliefen, alte Bevölkerungszentren gewesen wären. Die Handelszentren entlang einer Handelsroute. Und tatsächlich, als er genauer hinsah, bemerkte Klepp, dass eine große Anzahl dieser alten Straßen an derselben Stelle zusammenzulaufen schienen, der Schisser-Oase. Mit diesen Informationen bewaffnet, nahm Klepp die Dienste eines amerikanischen Archäologen namens Juris Cerens und eines britischen Forschers namens Sir Ranulph Fiennes in Anspruch und gemeinsam machten sie sich auf den Weg in die Gegend, um herauszufinden, was vor sich ging. Als das Team mit dem Graben begann, wussten sie fast sofort, dass sie auf etwas gestoßen waren. Zuerst stellten sie fest, dass die Ortsansässigen, die Bertram Thomas gesagt hätten, dass Schissiers Festung nur wenige hundert Jahre alt sei, recht hatten. Das Fort war nur ein paar Jahrhunderte alt. Außer, es wurde auf den Trümmern von etwas viel, viel Älterem errichtet. Als sie mit den Ausgrabungen begannen, entdeckten sie die Überreste einer großen antiken Siedlung, die sie bemerkenswerterweise auf ein Alter von fast 5000 Jahren datierten. Im Zentrum dieser alten Siedlung war etwas wirklich Spektakuläres. Dort stand eine riesige und imposante dauerhafte Festung, die von 8 Mauern umgeben war, von denen jede etwa 3 bis 3,60 Meter hoch und 18 Meter lang war. An jeder Ecke der Festung stand ein massiver Turm mit einem Durchmesser von etwa 3 Metern und einer Höhe von 9 Metern. Basierend auf dem, was sie in dieser Festung fanden, schien sie eine königliche Residenz für den König, eine Verarbeitungs- und Lagerstätte für die antike Stadt und ein Aufzeichnungszentrum für ein antikes Handelszentrum zu sein. Es gab jedoch noch mehr. Während sie ihre Arbeit fortsetzten, entdeckten Archäologen, was aus dieser einst blühenden Siedlung geworden war. Es schien, als wäre die Stadt auf einer Kalksteinhöhle errichtet worden, bevor das Gewicht der Stadt schließlich dazu führte, dass sie in ein riesiges Erdloch stürzte, was die Stadt zerstörte und für immer unter Sand begrub. So sehr es sie auch schmerzte, die Archäologen mussten zugeben, dass die Teile der Stadt, die in diesem Erdloch verschwunden waren, wahrscheinlich für immer verloren waren, sodass sie sich nur fragen konnten und spekulieren, welche anderen Geheimnisse enthüllt werden könnten, wenn sie nur dazu in der Lage wären, das Unwiederbringliche zurückzuholen. Aber für Nicholas Klepp waren keine weiteren Entdeckungen erforderlich. Er glaubte, dass das Rätsel gelöst war, wofür er gekommen war. Hier war ein mächtiges altes Wirtschaftszentrum, gekennzeichnet von imposanten Türmen, weit über das hinaus, was damals technisch möglich gewesen wäre, zerstört durch ein katastrophales Ereignis und unter Sand begraben. Für Klepp konnte dies nur eines bedeuten, dass die verlorene Stadt Iram endlich gefunden worden war. Ranulph Fiennes stimmte zu
und schrieb 1992 ein Buch, in dem behauptet wurde, das langjährige Rätsel sei gelöst worden. Das Buch trug den Titel Atlantis of the Sands. Könnte dies wirklich die lang verschollene Stadt Iram gewesen sein? Wurde sie gefunden? Und wenn ja, welche anderen unerzählten Schätze der einst mächtigen Stadt könnten tief unter der Erde verloren gehen? Und welche anderen alten Geheimnisse könnten gelöst oder enthüllt werden? Könnten es Gold oder Juwelen von Irams Paradies auf Erden sein, das in Tausend und einer Nacht beschrieben wird? Oder Dinge, die nicht im ganzen Land produziert wurden, wie im Koran beschrieben? Oder könnte es sogar etwas mehr sein? Eines Tages im Jahr 2004 suchte ein Neurologe und Amateurarchäologe namens Abdallah Al-Said mit einer von ihm geleiteten Hobbygruppe beiläufig die Lavafelder von Hayrat Khaybar in Saudi-Arabien ab, als er eine ungewöhnliche, etwa 1 Meter hohe Steinmauer entdeckte. Obwohl vielleicht seltsam, dachte er damals nicht viel darüber nach. Erst 2008 veränderten neue und aufkommende Technologien seine Sicht auf die Situation völlig. Mithilfe von Google Earth, das erst damals allgemein verfügbar wurde, war Al-Said in der Lage, das wahre Ausmaß dieser merkwürdigen Strukturen in der Gegend zu erkennen, die er Tore nannte. Es gab nicht einen, nicht zwei oder drei, nicht einmal Dutzende, sondern Hunderte von ihnen, die über ein riesiges Gebiet verteilt waren. Wie er beschrieb, ich war buchstäblich fassungslos und konnte in dieser Nacht nicht schlafen, flog wie ein Vogel über den ganzen Harad von einer rätselhaften Struktur zur nächsten. Wie kommt es, dass wir an diesen Strukturen vorbeikamen, ohne ihr Design zu schätzen? Diese Strukturen würden eine tiefere Untersuchung erfordern, als er leisten kann. Also schickte Al-Said die Fotos, die er aus Google Earth gezogen hatte, an David Kennedy, einen Archäologen an der University of Western Australia, und einen Mann, der 40 Jahre Steinbauten und Grabdenkmäler auf der arabischen Halbinsel dokumentiert hatte. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts suchte und dokumentierte Kennedy diese steinernen Tore und berichtete schließlich 2017, dass er und sein Team etwa 400 der Strukturen entdeckt hatten, die sich über mehrere hundert bis mehrere tausende Meter Länge erstreckten, einige bis 9 Meter dick. Trotz seiner langjährigen Erfahrung war Kennedy über den Zweck dieser riesigen Bauwerke ratlos. In seinen Worten: Sie sehen nicht aus wie Bauten, in denen Menschen gelebt hätten, noch sehen sie aus wie Tierfallen oder zum Entsorgen von Leichen. Es ist ein Rätsel, was ihr Zweck gewesen sein könnte. Bis 2021 hatte sich das Rätsel nur vertieft, als Forscher berichteten, auf einer Fläche von fast 259.000 Quadratkilometern über 1.000 der Strukturen gefunden zu haben, die sie jetzt Mustatil, das arabische Wort für Rechteck, nannten. Noch erstaunlicher ist es, dass Archäologen die Bauwerke auf ein Alter von über 7.000 Jahren datierten, was sie älter als Stonehenge macht. Je mehr Mustatils gefunden wurden, desto verblüffter wurden die Archäologen. Wozu seien diese Bauten da, fragten sie. Und warum waren einige gut sichtbar, während andere fast verborgen schienen? Außerdem, wie konnten die Menschen des Altertums kommunizieren, wie man diese imposanten Bauwerke über so große Entfernungen baute? Und wie hatten sie es geschafft, einige an den Seiten von Bergen und Vulkanen zu errichten? Es ist sicher ein archäologisches Mysterium, aber andererseits ist es nur eines von einer wachsenden Zahl archäologischer Mysterien, die in den letzten Jahren in der Region auftauchten. Betrachten Sie zum Beispiel den riesigen Steinkreis, der 2015 auf den Golanhöhen gefunden wurde und sich als genauso alt wie Stonehenge herausstellte. Es sind eigentlich 5 Kreise, die aus riesigen Steinen zwischen etwa 2 und 2,50 Meter Höhe bestehen. Auf Hebräisch ist er als das Rad der Riesen bekannt, und das vielleicht aus gutem Grund. Mit einem Durchmesser von über 150 Metern ist er fast doppelt so groß wie Stonehenge. David Kennedy weist darauf hin, dass ähnliche große Kreise in der gesamten Region gefunden wurden.
alle mit einem ähnlichen Aussehen, zu nah, um ein Zufall zu sein. Wer könnte diese massiven Steinkreise gebaut haben und warum? Oder betrachten Sie die 2022 gefundenen alten Grabstraßen, die sich über Tausende von Kilometern über die arabische Halbinsel erstrecken, alte Korridore, die Oasen und Weiden verbinden und von Tausenden von Grabdenkmälern gesäumt sind. Welche alte Zivilisation könnte diese alten Superhighways geschaffen haben, die sich über so viele Tausende von Kilometern erstrecken? Nach Meinung eines Archäologen, der in der Region arbeitet, haben die archäologischen Funde aus diesen Regionen das Potenzial, unser Verständnis der frühen Geschichte des Nahen Ostens grundlegend zu verändern. Aber wie? Einige haben eine Antwort. Anderen zufolge kann eine Erklärung für diese riesigen Steinstrukturen, vergrabenen Städte und ausgedehnten Straßen, die auf der arabischen Halbinsel entdeckt wurden, dort gefunden werden, wo das Geheimnis der verlorenen Stadt Iram begann, auf den Seiten des Korans. Dort werden die Art von Iram nicht nur als ein mächtiger Stamm mit imposanten Säulen und wirtschaftlicher Macht beschrieben, sondern als riesige und mächtige Individuen, groß genug, um mit bloßen Händen Bäume zu entwurzeln und Häuser in Berge zu hauen. Wer ist mächtiger als wir an Stärke? Fragen die Art. Vielleicht erlaubte ihnen ihre gigantische Statur nicht nur die paradiesische Stadt Iram zu bauen, sondern auch die riesigen Steinstrukturen und Fernstraßen, die man auf der arabischen Halbinsel durch Wüsten, an Berghängen und in Lavafeldern findet. Obwohl die Art von Iram nicht in den heiligen jüdischen oder christlichen Schriften erscheinen, klingen sie interessanterweise wie jene, die dort vorkommen. Die Nephilim. Im Buch Genesis sind die Nephilim mysteriöse Wesen von enormer Größe und Stärke, die als Nachkommen der Gottessöhne und der Menschentöchter beschrieben werden. Riesen, die so groß sind, dass die Menschen in ihrer Gegenwart wie Heuschrecken in unseren Augen wurden, und so waren wir es auch in ihren Augen. Könnten die Nephilim die Art von Iram gewesen sein? Die Verbindung geht weiter und wird mysteriöser. Genesis beschreibt die Nephilim als mächtige Männer von alters her. Im Islam gibt es eine Gruppe alter Gottheiten namens Dschinn, die auch als die Alten bekannt sind. Wie die Nephilim sollen sich die Dschinn mit den Menschen fortgepflanzt haben, und einigen zufolge waren es diese Dschinn, die die Stadt Iram errichteten. Interessanterweise hat das alte arabische Wort für Säule, wie in Iram der Säulen, eine andere Bedeutung, alte. War Iram der Säulen wirklich die Stadt der Alten? Und waren die Art von Iram wirklich die Dschinn? Darüber hinaus sind die riesigen steinernen Mustatil, die auf der arabischen Halbinsel zu finden sind, den lokalen Beduinenstämmen als Werke der alten Männer bekannt. Könnten diese massiven Steinstrukturen und vielleicht die alten Superhighways, die sie verbinden, wirklich von diesen alten Männern gebaut worden sein? Diesen alten Riesen, die in den abrahamitischen Traditionen als die Dschinn, die Art von Iram und die Nephilim bezeichnet werden? Um diese Fragen zu beantworten, muss man vielleicht außerhalb des offiziellen Kanons der abrahamitischen Religionen nach einem anderen alten Heiligenbuch suchen. Eines, das eine so dramatische Geschichte erzählt, dass es aus der christlichen Bibel verbannt wurde. Es ist als das Buch Henoch bekannt. Wenn Sie wissen möchten, was dieses Buch über alte Riesen und die Geschichte nicht nur der arabischen Halbinsel, sondern der Menschheit selbst enthüllt, können Sie sich unser Video über das Buch Henoch ansehen. Und wenn Sie mehr über Riesen erfahren möchten, haben wir einen ganzen Dokumentarfilm, der Dutzende von alten Zeitungsartikeln zeigt, die über die Entdeckung von Riesen sprechen, zusammen mit vielen Geschichten von historischen Persönlichkeiten, die Riesen an abgelegenen Orten begegnen. Der Link befindet sich im oben angepinnten Kommentar und in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie bitte auf Gefällt mir. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal
und klicken auf die Glocke, um in Zukunft nichts zu verpassen.